Ja, hallo. Hier ist Dave von TechDave und das ist Apple Studio Display mit Nanotextur. Und dann würde ich sagen, weiter nach dem Intro, dann packen wir es aus und gucken uns mal ein bisschen die Details an. Lage nach drinnen wandern. Ich wollte es ja eigentlich draußen präsentieren. Das ist ja Apple Studio Display mit Nanotexturglas. Da würde ich sagen, öffnen wir mal den Karton. Der ist ja nicht gerade klein. Und dann sieht man fast so gut wie ein Produkt. Und hier ist kein Kunststoff, sondern eine Flasche. Öffnen wir das mal. Ja, das ist nicht gerade klein. Wofür kann man den nutzen oder wofür sollte man den nutzen, wie auch immer. Was sagt ihr dazu? Es gibt ja den Mac Studio, den iMac, Mac Pro. Also ich würde sagen, ich nehme mal den großen Karton weg, dann sieht man das schon mal besser. Und hier ist dann, wie bei allen Apple Produkten, diese schöne Lasche. Wir sind wieder klein, ist noch nicht 27 Zoll. Den kann man auch als Zweitmonitor benutzen. Und das Schöne ist, über den USB-C Thunderbolt kann ich auch ein MacBook Pro oder ein MacBook. Auf jeden Fall freut mich, dass ich den mal habe. Ja. Ist das nicht schön? Pfeil nach links, nach rechts, nur drücken und dann öffnen. Weiter kommen wir gleich drauf zu. Hier sieht man, ich hole das mal raus, ist das Kabel. Und mal gucken, was es noch hier an Inhalten gibt. Dann öffne ich das doch mal. Hier ist ja noch ein schwarzes USB-C-Kabel, so wie ihr könnt das sehen. Und dann ja, die üblichen Hefte und schwarze, das ist nicht schön. Ja, ansonsten, und es ist ja klar auch das Tuch dabei zum Sauberwischen, was auch nicht gerade billig ist, wenn man das nachträglich kaufen möchte oder neu kaufen möchte oder muss. Dann würde ich sagen, hole ich mal das Display raus und dann schließen wir das mal an. Bin jetzt schon angemacht. Und dann habe ich hier schon das Thunderbolt-Kabel. Hier werde ich dann mal mit dem MacBook Pro verwenden. Und der Sound soll ja deutlich besser sein. Und insgesamt auch ein Vorteil. Der liegt bei 1900 Euro, knapp 2000 Euro bei Apple. Und ja, den gibt es auch schon günstig. Wie gesagt, der ist jetzt schon an. Und ja, hier ist dieses schöne Tuch. Hier ist natürlich auch der Aufgriff. Wie gesagt, fühlt sich gut an, aber ob es den Preis wert ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Auf jeden Fall hat er diesen Art Surround Sound und soll dieses 3D Audio machen. Wie gesagt, da ist ja mein Mikrofon. Ich ziehe gerade einen Das soll jetzt mehrere Minuten dauern. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor. Ihr seht schon die drei Punkte wieder da. Ich hoffe, ihr könnt das sehen.
Ja, bin ich aber gespannt. Das geht jetzt immer wieder an und auf. Okay. Wenn das Lesen, wenn dein Display nicht während des Updates. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Ja, dann wollen wir mal schauen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann auch aussieht und der Sound ist. Ich hoffe, ich darf den dann ein bisschen länger machen. Auf jeden Fall, insgesamt macht das ja klar. Dieses Produkt ist sehr wichtig, ein hochwertigen Eindruck. Sieht auch echt gut aus. Hier oben ist gelöchert, also für Sound hier unten auch. Hier ist die Kamera, 12 Megapixel. Und dann ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, das dauert jetzt hier noch mal ein bisschen. Wir müssen das Video mit unendlichen Update hat. So gute 6-7 Minuten gedauert. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Mauszeiger sehen könnt, wenn ich langsam gehe. Yes. Ich denke, das könnte so sehen. Macht auf jeden Fall einen schönen Eindruck. Und das hier im MacBook. Einstellungen drüben. Und die gehen dann auf den Display. Die sind auch beide da. Und den kann ich verwenden als, ich kann das erweiterte Darstellung. Studio Display Spiegel. Ich mach das einfach mal. Einen Moment. So, jetzt seht ihr das, dass es jetzt gespiegelt ist. Und dann gehe ich jetzt mal hier wieder rein. Hier kann man jetzt die Optimierung zurück. Helligkeit. Und das gleiche habe ich immer noch auf dem MacBook gesehen. Ja, da kann man jetzt hier ein bisschen einstellen. Dann sieht man das. Und dann gehe ich wieder auf mein MacBook zurück. Ja, würde ich die auch schon machen. Jetzt weiß ich, gefällt das. Oder was? Wie sieht ihr das? Eure Meinung würde mich mal interessieren. Schreibt doch mal eure Kommentare dazu. Oder habt ihr schon so einen und ihr seid begeistert davon? Also würde mich glatt mal interessieren. Und dann würde ich sagen, so, ich habe jetzt die Synchronisierung gestoppt und ich bin jetzt wieder bei mir im MacBook. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen ausgiebig testen und vielleicht noch ein Video drauf. Auf jeden Fall, das soll es hier gewesen sein. Das Video wird, glaube ich, schon lang genug. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Abonniert doch auch meinen Kanal. Kostet nichts, tut nicht weh. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann würde ich sagen, 3 Daumen hoch. Und dann bis dann. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.